Lass uns still werden. Lieber Vater, du hast deinen Frieden ausgegossen in die Herzen deiner Kinder durch den Heiligen Geist. Belebe uns durch deine Schöpferkraft und halte die Sehnsucht wach in uns nach Frieden und Gerechtigkeit in der Nähe und der Ferne. So treten wir vor dich und halten für dich. Wir bringen vor dich die Sorge um die Zukunft unserer Erde. Angesichts beschleunigten Raubbaus und eines alles verschlingenden Systems von Wachstum und Profit. Wir selbst sind darin verwoben, ohnmächtig und doch auch verantwortlich. So bitten wir, Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich unsere Sorge um den Frieden in der Welt. Inmitten neuer und alter Kriegsherde, kalter und heißer Frontlinien, wachsenden Spannungen und verpassten Chancen auf Versöhnung, inmitten neuer Gewalt zwischen Religion und Kulturen und verstört von Bildern der Brutalität in ihrem Namen rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich unsere Sorgen um Toleranz in unserer Gesellschaft. Gefangen in Filterblasen und Echokammern halten wir unsere eigene Meinung für die allein selig Machende. Wir betrachten dich als Gegner und Feinde, die sich uns nicht anschließen und schrecken auch nicht davon zurück, sie mit Worten zu verletzen. So bringen wir vor dich unseren Mangel an Toleranz und unseren Wunsch nach mehr Verständnis für unsere Nächsten und bitten dich, Herr, erbarme dich. Wir bringen vor dich die Sorge um die Demokratie in unserem Land und in Europa. Das Recht, mitzuwählen und mitzubestimmen, wurde vor 100 Jahren erstritten und war lange Zeit ein Grund zur Dankbarkeit. Doch heute blicken viele verächtlich auf die Demokratie, sind wütend auf das Zähringen um Lösungen und belächeln die Kompromisse, die so entstehen. Umringt von populistischem Getöse und erschrocken von den Angriffen auf unsere Demokratie, von links wie von rechts, rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns erhört. Für Christinnen und Christen kommt dieses Vertrauen in einzigartiger Weise im Vater unser zum Ausdruck, das Jesus uns gelehrt hat. Jeder und jede ist eingeladen, in das Gebet Jesu nun mit einzustimmen oder ein Gebet der eigenen Religion zu sprechen oder den persönlichen Wünschen in der Stille Raum zu geben. So lasst uns beten. Thank you.
Wir haben einfach verkauft.